So, bevor wir hier mit irgendwas loslegen, wichtige Info. Ich habe einen neuen Stuhl. Einen, der erstens ziemlich gut rollt und der zweitens sogar ein bisschen zu meinem Headset passt. Hier, schwarz-blau. Schwarz-blau. Und das seht ihr jetzt zwar nicht, aber mein PC hat auch ein ähnliches... Boah, scheiße, meine Haare. Auch ein ähnliches Farbenlayout. Ja, und das Allergeilste... Sekunde. Man kann darauf liegen. Theoretisch hat das Ding sogar noch so eine Fußbank, die man ausfahren kann, womit man dann auch richtig da drauf liegen kann. So, und da bei den letzten VODs die Facecam ja immer wieder abwesend war und ich das so ein bisschen abwechseln möchte, der Chat selber muss auch noch weg, habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, lasse ich die Webcam heute mal wieder an. Und Sulla meinte die Firmenfreigabe, dass ich Meriwether gründen darf. Das Problem ist, Sulla, letzte Woche gab es ja ein Alt-V-Update, deswegen ja auch die vielen Lags in den VODs von dem sogenannten Lagfest von Los Santos. Und jetzt kam ja auch noch das GTA-Update letzte Woche dazu, deswegen musste Alt-V nochmal ein Update raushauen. Und da das DOC nur 3 Tage in der Woche arbeitet, wie richtige Beamte, haben die letzte Woche nämlich so gut wie gar nicht gearbeitet. Erst samstags quasi. Und wir waren ja Dienstag vorletzte Woche, glaube ich, da. Oder? Warte mal, heute ist Sonntag. Das letzte ist 7 Tage. Ja, Dienstag vorletzte Woche waren wir da. Und wie gesagt, letzte Woche waren diese ganzen Störungen. Sprich, die kommen jetzt erst diese Woche wieder richtig zum Arbeiten. Deswegen, nein, wirklich überfällig ist es noch nicht. Das Problem ist halt, ich habe $32.000. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ich irgendeine Art Anzahlung machen muss an das DOC, wenn ich eine Firma gründe, beispielsweise für die Fahrzeuge und alles. Also wenn ich denn welche bekomme. Das heißt, ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich mir jetzt nun ein Motorrad oder sowas kaufen soll oder nicht. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich hole mir jetzt dieses Motorrad. So, mir ist jetzt scheißegal, ich hole mir jetzt dieses Motorrad. Dafür muss ich zwar ein bisschen jetzt laufen, aber ja, ich werde erstmal mein Auto nach Hause bringen und dann, werde ich das holen. Ich könnte mich auch von... mich von einem Taxi fahren zu lassen, bringt jetzt auch nichts. Dann bleibt das andere Auto ja hier. Und das wollen wir nicht. Okay, dann werde ich mal... Dann werde ich das Auto mal in diese Garage dort bringen. In die, die jetzt hier oben ist. Den Rest müssen wir zum Motorradhändler dann wohl zu Fuß fahren. Also klar, man könnte sich ein Taxi holen, aber das DCC ist da unten ja beschäftigt. Ich park mal lieber hier. Nicht, dass er den Wagen dann nicht zum Einparken erkennt. Ja.
Na gut. Ach, scheiße, das hätte ich mal... Man muss nämlich in diesem Staat einen Motorradhelm haben, um auf Motorrädern fahren zu dürfen. Naja, ich habe ja genügend Motorradhelme zu Hause. Und einen habe ich sogar im Auto. Da müssen wir dann... Müssen wir dann eben mal gucken, mit welchem Auto wir dann jetzt zurückfahren. So. Und, ja, laden will die auch nicht. Das Beste wäre eh so ein Hakuchu hier für 118.000. Innovation ist, glaube ich, auch nicht so gut. Aber ich habe mich für einen Nemesis entschieden. Für 26.900. Mit einem Kofferraumvolumen von 10. Ich weiß zwar nicht, inwiefern ein Motorrad Kofferraumvolumen haben soll, aber... Ah. Ein Mann vom Teufel spricht. Abend, Rosé. Abend, alles gut bei dir? Ach ja, ich war gerade auf dieser Strandfeier von der Hiltons, von den Hiltons, musste aber nochmal umkehren vorher. Wer sind die Hiltons? Das ist so eine neue Familie von Reichen, die jetzt so eine Event-Company hier in der Stadt aufgemacht haben. Ach, halte ich nicht viel von denen. Schnösel. Ja, kann man halt von denen halten, was man will, aber von Events verstehen sie was, das muss ich denn lassen. Kann man sich da wenigstens was abholen oder sind es einfach nur reiche Schnösel, die eine Party veranstalten? Naja, also alles auf dieser Party ist kostenlos, also abgesehen von dem Essen von den Foodtrucks. Aber ich hab gesehen, da kann man sowas wie U-Boot-Touren machen. Also kostenlos. Ja, wenigstens geben die sich Mühe bei dem, was sie machen. Aber ja, ein Auto für ein Auto gewinnen oder irgendwas oder ein Flugzeug, das, irgendwas wäre geil. Das konnte man, als die eingereist sind. Da haben die zwei Autos zur Verfügung gestellt, die man gewinnen konnte. Halbwegs gute wenigstens oder so? Ja, schon. Also die waren schon beide im Wert von, ich glaube, mindestens $1 Million. Ah, hätte ich mich mal da auch angemeldet. Ich krieg sowas nie mit, sag ich dir ehrlich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das haben die bei Live Invader damals gepostet. Also ja, ich bin nicht Live Invader up to... Ich bin da gar nicht up to date. Ja, muss man aber auch nicht sein. Naja, jedenfalls. Die Sache mit dem Stahl, ne? Ja. Also ich soll ja jetzt den Schlüssel für deinen Benson dann bekommen, ne? Damit ich wieder Stahl sammeln kann für dich. Ja, eventuell kannst du doch erstmal den Pounder benutzen. Weil du den gerade mit dem Benson-Schlüssel nicht mehr erreicht. Okay. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Wo ist denn der Pounder überhaupt? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Der Pounder steht eventuell auf Seite. Wie auf der Seite? Der steht eventuell auf der Seite. Der ist eventuell umgekippt. Und wie soll ich den dann benutzen? Das ist erstmal schwierig. Darum lass mich ganz kurz überlegen. Ich habe noch einen zweiten Pounder-Schlüssel von Kollegen, aber der Pounder ist halt... Da fehlt die Stoßstange, da ist alles am Arsch. Ja, weißt du denn, wo der Pounder liegt auf der Seite? Ich weiß, wo der liegt, aber der ist trotzdem, bis der repariert ist und alles, das ist eine komplizierte Angelegenheit. Lass mich ganz kurz überlegen. Ich habe, wie gesagt, einen Kopierschlüssel vom Pounder, den ich noch geben könnte, von einem anderen. Dann könnten wir das so erst regeln. Ich muss nur gerade. Und der überlegen. Kollege benutzt den Pounder auch nicht? Der ist im Urlaub. Ah ja, okay. Das ist AC. Kennst du ja auch. Ah ja, okay. Ich weiß ja bloß nicht, ob ich seinen oder meinen Pounder umgedreht habe. Das ist hier die Frage. Nee, ich habe seinen Pounder umgedreht. Perfekt. Heißt, du kannst meinen immer noch benutzen. Ich müsste den nur rausholen. Aber wie gesagt, welcher der ist Garage halt... Welcher steht denn der? Den Schlüssel habe ich ja noch. Verwahrstelle Land. Ich weiß gar nicht, ob du den rausholen kannst. Das weiß ich nicht, nee. Du bist doch Cop, du musst es doch wissen, Mann. Ich bin kein Cop mehr. Wie? Ich wurde entlassen. Gefeuert oder selbstständig gegangen? Ich wurde gegangen. Du wurdest gegangen. Das ist falsches Deutsch, aber das musst du mir nochmal erklären, wie du wurdest gegangen. Sagen wir es so, es gab ein paar Kollegen im PD, die sich dafür, ein bisschen dafür eingesetzt haben, dass ich kein Officer werde. Ja, PD ist Müll. Na. PD ist Müll. Naja, ich bin ja jetzt immer noch auf gutem Weg, mir da was Eigenes zu machen.
Sie, wollen wir uns Verwahrstelle Land treffen? Verwahrstelle Land, wo ist die nochmal genau? Die ist relativ mittig, die ist 2306. 2306. Das ist direkt ein T-Shirt-Shop auch. Der T-Shirt-Shop. Welche Region? Innenstadt, mittig direkt. Ach so, ach, hier direkt. Genau. Ach so, okay, Auf gut. meinem Ja. Navi ist es mit so einem gelben Haken. Ah ja, komme ich gleich hin. Alles klar, bis gleich, adios. Ja, bis gleich. Okay. Ja, der José ist um einiges gechillter als sein Kollege scheinbar. Dann mache ich das mal ein bisschen schneller mit dem. Mit dem Motorrad. Mann, wo ist denn das jetzt? Sovereign, Sanchez, Ruffian, Nightblade, Nemesis. So, in Schwarz will ich das nicht. Ich hätte das gerne in so einer Art Lila. Ne, nicht so krass, bitte. Bisschen dunkler. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Schwarz als Nebenfarbe reicht. Oh ja, das ist nicht übel. Geht das noch ein bisschen dunkler? Na, ich glaube, das ist das Dunkle, was so geht. Das Dunkelste. Sehr schön. 26.987. Immerhin paar. Der Pulli passt relativ gut zu dem Motorrad. So. Während wir hier auf José warten, bin ich mal kurz im Liegemodus. Komm, Meister, warte, ich hol den Helm noch fix. Das hat auch nur halb Tank voll. Mit Motorrädern wird man aber bedeutend schneller als mit einfachen Autos. Deswegen ist da ein bisschen Vorsicht geboten. Mir ist bewusst, dass das jetzt wieder anfangen wird zu laggen, aber was soll es? So, das Auto müssen wir dann natürlich auch noch zurückbringen, aber das hier ist jetzt erstmal wichtiger. Upsala. Und weiter. Naja. Da ist auch jemand gerade zur Verwahrstelle gefahren. Geholt. Ich krieg den Motorradhelm. Ah, hier ist er. Achso. Kofferraum. Ja. So passt. Ich stehe direkt hier. Ja. Na Alles fit dann. bei dir? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ist ja alles gut. Also da hinten der Pounder. Da ist das gute Schmuckstück. Schlüssel und alles hast du ja. Jep, richtig. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder du sagst dir, es ist dir egal, dass er kaputt ist und benutzt ihn trotzdem. Oder wenn du sagst, okay, nee, ist nicht so geil.
Wäre cool, wenn du den reparieren bringen könntest und sagst den einfach, ich würde gern später bezahlen. Und ich bin heute eh noch ein bisschen hier. Ich würde den dann einfach rausholen und bei der nächsten Garage einparken. Dir dann Standort schicken von der Garage. Wie du willst. So dass du ihn Okay, auch morgen also benutzen könntest. quasi vom beim Rausholen dann bezahlen, oder wie? Genau, du kannst die Fragen Ja. dich jetzt oder später bezahlen. Ja. Also, was dir lieber ist. Kann man LKWs bei jedem x-beliebigen Mechaniker reparieren lassen? SATS, ja, du kannst alles überall reparieren lassen. LSC, SATS, Bennys, wo du willst. Okay, Ich würde ich dir glaube, ich LSC glaube halt oder nur gerade, SATS. ich Ja? glaube halt nur gerade, dass die meisten Mechaniker jetzt gerade auf dieser Strandfeier sind, deswegen. Muss Ja, so. mal, warte. Also bei Kann mir. SATS bin ich mir nicht ganz sicher, aber LSC ist auf jeden Fall Ja. da. Oh, was war SATS 91, was? 915, glaube ich. Ja, stimmt. Nee, halt, 915 war das FIB. Nein, nein, nein. Doch, Oder? 915 ist das FIB. Mach das. Klingelt, aber keiner geht ran. Ich habe selbst mal ein paar Mal da angerufen. 915 ist das FIB gewesen. Warte. SA 918. 918, ja. Da geht einer ran. Boah, der hat eine Schönen Lederhose guten an. Tag wünsche ich Ihnen. Ich habe eine Frage. Ich würde gerne meinen Ponder zur Reparatur vorbeibringen. Ist da jemand vor Ort oder sind alle bei der Strandfeier? Alles klar, dann wird Kollege gleich den Ponder zum Reparieren bringen. Er hat nur Kopieschlüssel davon, aber es geht auch fit, oder? Alles klar. Schönen Tag noch. SATS, weißt du, wo das ist? Ja, ist unten beim Flughafen. Easy. Perfekt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen in Eile. Wenn was ist oder so, rufst du durch, ja? Ja, alles klar. Und am besten schreibst du mir noch, wie lange deren Wartung ist, ja? Weil das eigentlich alles kaputt. Ja, ich würde nur kurz mein Motorrad zur nächsten Garage bringen. Alles klar, mach das. Ich lasse den einfach gehen, ja? Ich muss nämlich dringend los. Wir Alles sehen klar. uns. Adios. Und das mit der Polizei muss mir irgendwann mal noch erklären. Ja, mache ich. Adios. Dann schönen Tag. Gut, dann bringen wir das Motorrad mal eben weg. Ach so, Motorradhelm. Di 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 di. Gut. Dann können wir ja jetzt wieder Stahl für Rosé sammeln. Hey, 3000. Ah. Sehr schön. Licht ist tot bei dem. Okay. Gut, dann fahren wir den mal zu SATS. Was hier unten ist. Nabend. Wo soll der hin? Die können so stehen lassen. Genau hier? Genau. Alles klar. So, dann hol ich einmal den Perso von Ihnen, bitte. Den Perso, ja. Dann habe ich mich bestimmt verwählt, dann tut mir das leid. Der spricht ganz schön laut. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr was. Nee, Cool, dass der sogar raufklettert da. nee. Jo, ciao. Und ist er noch zu retten? Ja, Moment. Zahlen Sie das denn direkt vor Ort oder soll ich das für Geld einpacken? Ich hatte jetzt gedacht, dass das beim Abholen gezahlt wird. Alles Weil klar, ja, können wir auch so machen. das wollte der Kollege dann zahlen, weil das ist sein Pounder. Ja, das wären dann 1850 Dollar und Ja, dauert das. 2 Stunden und 45 Minuten. Ja, wie gesagt, das zahlt dann der Kollege. Alles klar. Ich würde Findet es dann. besser und soweit. Jupp, alles klar. Dann muss ich mir jetzt nur noch ein Taxi holen, damit ich hier wegkomme. Alles klar, schön. Gut, dann schönen Abend noch. Dann schönen Abend noch, Jo, gleichfalls.
Gut, die Taxis sind zwar gerade beschäftigt bei der Strandfeier, aber das dürfte jetzt nicht so schlimm sein. Jetzt muss ich nur noch mal die Nummer vom DCC nachschauen. Rote Seiten. Die roten Seiten. DCC. Vier mal die 5, 4 mal die 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Taxizentrale, wie kann ich helfen? Hallo, Ebbensen, mein Name. Ich bräuchte eine Abholung beim SATS. Dann einmal Dispatch schicken mit Ihrer ID, dann komme ich rum. Mit der Ausweis-ID? Natürlich. Alles klar, mache ich. Danke. Tschüss. Tschüss. So, bei der DCC-App von. Halt, warte mal. Achso, nee. Dispatcher war ja hier DCC. Jetzt brauche ich kurz nochmal die Ausweis-ID. Das war 14781. Dispatcher 14781. Abholung SATS. So, Anruf habe ich ja schon gemacht. Na, Bent. Abend. Wo das hingeht? Einmal zu der Garage bei der 3208, bitte. Ja, kleinen In Moment. Downtown. Was hatten Sagt Sie mir. gesagt? 3208, ne? 3208, ja. Ach, da, okay. Der Bot. Hat er Feierabend gemacht? Wer Feierabend gemacht? Sie? Nee, ich arbeite nicht beim SATS. Ach so, ich dachte, Entschuldigung. Nee, ich habe da nur ein Fahrzeug hingebracht Ach zur so. Reparatur. Aber Sie sind ja heute Abend sowieso eigentlich eher bei der Strandfeier beschäftigt, oder? Naja, gut, es ist aber tatsächlich gar nicht so viel los. Na, sind schon so 50 Leute oder so da, wenn ich das richtig gesehen habe Ja. vorhin. Ja, das schon. Ja, gut. Es ist so, also der Strand ist schon gut voll, aber jetzt nicht wirklich so viel los, dass wir permanent am Fahren sind. Also wir Ja, gut. waren vorhin auch schon und sind da ein bisschen drüber geschlendert, haben mal geguckt und da standen jetzt halt auch die ganze Zeit an einem Wagen. Also bis jetzt ist der Bedarf von einem Taxi noch nicht ganz so hoch. Ja, gut. Das ist ja auch eher eine kleinere Veranstaltung. Ja, und vor allem die meisten Leute sind halt auch einfach mit dem Wagen da, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Keiner gesehen? Ich weiß von nichts und mein Name ist Hase. Sehr gut. So. Dann haben wir einmal genau $85. Ich stelle Ihnen einmal eben eine Rechnung aus. So, einmal. Ja, sehr schön. Super, ich danke Ihnen. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Gleichfalls, danke. So, ausparken. So, das Kennzeichen müssen wir eh noch ändern. Wo ist es? Ah, da. Wieso ändern meine Fahrzeuge ständig die Farbe? Wieso ist das jetzt rot? Wieso ist das jetzt plötzlich rot? Ich hatte. Normalerweise kommen die immer schwarz oder weiß raus, aber doch nicht rot. Was ist da los? Egal, erstmal wieder Motorradhelm aufsetzen.